Die Tochter von der Miriam aus Köln hat dieses Bild zugeschickt, und zwar aus Wiesbaden, wo der Himmel brannte. Grüße Sie und grüße euch. Wir machen ein ganz kurzes, kleines Update. Wie sieht es aktuell aus? Es haben sich vor allen Dingen über der südlichen Mitte einzelne, zum Teil sehr kräftige Gewitterzellen gebildet. Die reichen von Unterfranken bis nach Hessen rein und in Teile Thüringens. Die ziehen jetzt langsam nordwärts und werden sich dann aber mehr und mehr auflösen. Und auch so von der Mitte Österreichs bis nach Tschechien rein sind ein paar giftige Zellen unterwegs, nicht solche Monsterzellen wie gestern in Kärnten, aber auch hier kann es örtlich zu sintflutartigen Regenfällen und Überschwemmungen kommen, wenn die Wolken gegen die Alpen ziehen und punktuell dann sehr viel Regen bringen. Später ziehen die ebenfalls nordwärts und schwächen sich ab. Und dann wird im weiteren Verlauf der Nacht wahrscheinlich ein kleineres Regengebiet vom Riesengebirge über das Zittauer Gebirge bis dann rauf in die Uckermark und später auch bis Richtung Usedom ziehen mit ein paar Litern Regen, und anfangs können auch noch Blitz und Donner dabei sein. Das wird aber nichts Wildes, ein bisschen Landregen, der da kommt. Wie gesagt, wenige Liter. Morgen tagsüber geht es dann von vorne los mit örtlichen Schauern und Gewittern. Tendenz derzeit etwa vom Teutoburger Wald über den Harz bis zum Erzgebirge. Wobei rund um Thüringen und Sachsen die Gewitter dann etwas kräftiger ausfallen können. Ebenso vom westlichen Oberbayern und dem Allgäu rein nach Vorarlberg und dann in die Mitte der Schweiz. Im äußersten Westen zieht ein Regengebiet heran über den Benelux-Ländern und Frankreich. Das wird dann im Vorfeld auch einzelne Gewitter auslösen, die dann später weiter ostwärts ziehen. Es werden nicht die ganz rumpeligen Gewitter sein, aber da kann es auch mal zur Sache gehen. Schwerere Gewitter haben wir etwa vom Schweizer Jura den Alpenrand entlang bis Salzburg punktuell. In den Gebieten hier wird es aber ziemlich windig. Und im weiteren Verlauf der Nacht, da intensiviert sich das Ganze. Es kommt ja eine Kaltfront herangezogen und die drischt so in diese warme bzw. Heißluft, die wir morgen haben werden, rein und liegt dann bis morgen früh etwa vom westlichen Schleswig-Holstein über das Vogtland bis in den Böhmerwald, Mühl- und Waldviertel und zurück ins Schweizer Mittelland und dann wieder rauf. Und in den Gebieten, so ist die Zugrichtung, wird es erstens mal sehr windig werden. An der Nordsee drohen dann auch größere und gröbere Windböen. Da sind schwere Sturmböen dabei. Sonst stürmische Böen, vereinzelt auch Sturmböen, Platzregen, leichter Hagel, alles, was zu einem Sommergewitter dazugehört. Und wir haben natürlich für Auto- und Brummifahrer schlechte Sicht durch Gischt und Aquaplaning-Gefahr und den reißenden Seitenwind. Es werden jetzt keine großen Unwetter sein, aber seid einfach darauf vorbereitet, wenn ihr morgen Abend ins Bett geht. Fenster zumachen und Türen zu, dass es keinen Durchzug gibt. Das Ganze kommt vom Westen herangezogen und wird ziemlich unruhig. Im Nordosten bleiben wir noch ausgespart. Und in den Unwettergebieten von Österreich, wo die schweren Unwetter waren, da bleibt es auch ruhig. Schauen wir uns mal ganz kurz die Niederschlagssummen an nach dem deutschen Modell Icon. Springt so ein bisschen aus der Reihe, was den Regen hier im äußersten Osten angeht. Der wurde von fast allen Modellen weggerechnet. Der Regen soll bis Freitag 8 Uhr kommen. Warum nehme ich diese Karte? Weil dieser Regen rein statistisch noch bis 6 Uhr UTC Weltzeit, also 8 Uhr unserer Zeit, in den Juni reinkommt. Da haben wir hier oben das Loch, wo nichts fällt. Und dann 24 Stunden später mit dieser Regenfront, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag und am Freitag über uns hinwegzieht, fumm, gibt es da noch einiges an Regen dazu. Ich mache hier mal ein großes Fragezeichen dran. Es gibt noch Unsicherheiten, weil dieser Klops hier, wir gehen noch einfach mal zurück, das Gerät hier, das, wenn das nach Norden zieht, wenn das nicht über Polen entlang zieht, sondern über den Osten Sachsens, den Osten Brandenburgs, dann gibt es hier eben diese Niederschläge und das wird von dem Modell so berechnet. Schauen wir uns die anderen Niederschlagssummen an. Die sind relativ ergiebig und auch beispielsweise in Franken und in Teilen Thüringens, wo es bisher kaum geregnet hat, da soll endlich mal Regen fallen. Das fällt genau in die Gebiete, wo wir bisher wenig Regen hatten. Drumherum hat es ja in der letzten Zeit geregnet. Und diese Niederschlagssummen werden auch von allen anderen Modellen gedeckt. Apropos Modelle, schauen wir mal ganz kurz auf die Mittelfrist. Haben wir schon länger nicht mehr gemacht. Jetzt habe ich mir überlegt, wie strukturiere ich die Karte? Einfach nur mal hoch drauf tackern? Nee, ein bisschen erklären dazu. Das ist die gemittelte Wetterlage vom 9. Juli. Da habe ich Juni drüber geschrieben, da muss ich hin. Das hier ist das Azorenhoch. Und ein Azorenhoch mit dieser Lage hat nichts mit einem Sommerhoch zu tun. Es ist ein Anti-Sommerhoch, weil um
ein Hoch herum, auf der Nordhalbkugel fließt die Luft im Uhrzeigersinn, kommt also rum und bringt kühlere Luft. Dann haben wir hier Nordmeertief und eine sogenannte Austrogung über dem östlichen Mitteleuropa erkennbar an den Flächen. Da wird der gesamte Hochdruck in 5,5 Kilometer Höhe abgehobelt. Und hier unten ist Schluss mit dem Abhobeln, hier mit dem hochreichenden Hitzeblock in 5,5 Kilometer Höhe. Wir sind da also vorübergehend in einer nordwestlichen Strömung und das hat überhaupt nichts mit Sommer zu tun. Auf den Wetterkarten ist ein fettes Hoch drauf, aber wir sind auf der falschen Lage, wird oftmals dann als Sommerhoch bezeichnet. Und wenn wir uns die Temperaturen hier anschauen in 1500 Meter Höhe, dann ist das kühl. Der Hitzeblock, der ist hier unten im Süden, unter dem Hochkeil wartet der darauf zu kommen. Aber die Frage ist, kommt er? Gehen wir mal eine knappe Woche weiter. Auch die gemittelte Wetterlage vom 15. Juli, da haben wir immer noch das Azorenhoch, das flacht ein bisschen ab. Wäre eigentlich ein Steigbügelhalter für eine Westströmung, aber ein Keil des Azorenhochs schiebt sich genau über Mitteleuropa und bringt so ein bisschen Ruhe rein und lenkt die kühlere Nordmeerluft dann wieder zurück nach Norden weg. Der hochreichende Hitzeblock, der bleibt im Süden bestehen und wir liegen genau dazwischen. Und wenn wir theoretisch diese Linien hier miteinander verbinden, dann haben wir hier die Hochachse. Und da, wo ich jetzt meine Halter halte, müsste theoretisch genau die 10 Grad Isotherme liegen. Nördlich davon ist es kühler, südlich davon ist es wärmer. An der Hochachse liegt um diese Jahreszeit gehen gern die 10 Grad Isotherme in 1500 Meter Höhe und die Hitze liegt im Mittelmeerraum. Das bedeutet, wir kriegen jetzt ein richtig schönes Wochenende nach der Regenfront am Freitag. Es wird ein wunderbares Wochenende. Nutzt es aus. Nächste Woche geht es dann wieder runter mit den Temperaturen und vor allen Dingen wird es ein bisschen wechselhafter. Und auch wenn wir Sonne haben, es wird dann windig werden. Und dann steht uns erst einmal eine wechselhafte Witterungslage bevor mit kühleren Nächten und windigeren Tagen vom Wetter her nicht so schlecht, aber es ist halt kein typisches Sommerwetter, so wie wir uns das vorstellen. Erst ab Mitte Juli geht es dann wieder zurück nach oben. Ich verschwinde jetzt und sage bis morgen.